Ich schwöre, ich bin kein Hater. Bei Gott, ich schwöre, aber Viele Probleme ist gerade der Song, den ich am wenigsten mag. Nicht von Zeddo, sondern von allen Liedern, die ich kenne. Ich wünsche allen viel Spaß, die ihn genießen, und ich will keine destruktiven Kommentare schreiben, aber dazu habe ich so viel positives Feedback bekommen, ist für mich irgendwie Cap. Trotzdem ganz viel Liebe und bezieht sich einzig und allein auf meine persönliche Meinung und dieses eine Lied. Aber damn, ich hasse das Lied. Trotzdem dickes Bussi an alle. Mann, ich meinte damit ja nur, dass es auf Spotify zumindest der Song ist, der bei mir am besten angekommen ist. Fast 1 Million Streams. Nur Spotify ist doch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. First Dates. Reaction. Liebe Freunde, wir haben Besuch bekommen. Viele andere Leute machen jetzt auch First Dates. Wie zum Beispiel er hier. Oder er. Und sie schaffen es nicht mal im Titel, die Emojis zu ändern. Die übernehmen genau die gleichen Emojis, wie ich das mache. Auch die Anmoderation teilweise ist genau gleich. Aber ist ja auch egal, liebe Freunde. Denn es gibt nur ein wahren First Dates Reactor. Und das ist euer Zeddo. Ich bin's. Freut mich, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und wir gehen direkt rein in das heutige Date. Denn das hat mir der Basti geschickt. Er meinte, guck dir das an. Ist witzig. Wir gucken es uns an. Checkt die Videobeschreibung aus. Dort findet ihr auch alle Links. Auch RTL Plus. Wir gehen rein. Let's go rein ins Drama, Baby. So. Wir befinden uns im Jahr 2018. Da hat dieses Date stattgefunden. Ich bin die Marilyn. Ich würde sagen, ich bin ein Herzmensch, wo der Kopf manchmal zu viel reinspielt. Bürofrau aus Kremlingen in Niedersachsen. Marilyn Monroe. You know how the vibes booming. Damals waren noch diese Kajalstriche unter den Augen. Ich bin echt froh, dass dieser Trend vorbei ist, ne? Ich bin echt froh, weil der ist einfach, je nachdem, wer diesen Trend angewendet hat, sieht es entweder gruselig aus oder halt anders. Einfach anders. Bild. Hallo, ich habe mir ein weißes Kleid vorgestellt. Nee, nicht und wie die Marilyn Monroe, nee, aber ganz speziell. Aber wie langweilig, Gott, das wird ja doch jeder sagen. Du wirkst ja viel interessanter als diese Blondine. Warum bist du Single? Weil ich bislang noch nicht den richtigen Partner gefunden habe. Die ich bislang hatte, die waren mir nicht gewachsen. Das gibt's doch nicht. Bist du eine starke Frau, oder? Mhm. Also mein Datepartner sollte definitiv nicht zu ruhig sein, sondern eher extrovertiert. Einen ruhigen Menschen, damit kann ich nicht umgehen. Max, eine Paar. Entschuldigung, gerne, dass ich dich so lange stehen lasse mit deiner riesen Tasche. Ja. Jetzt vorm Date kribbelt's schon. Also ich sehe so, sie hat sich schwarz angezogen und dann so Akzente auf Schal, High Heels und Tasche gemacht. Auf rosa Basis. Bro, like, krass. Schmetterlinge im Bauch. Hi, Don Bulbs, jetzt geht's aber los. Moin. Ich bin Peter, 35, aus Hamburg und jetzt bin ich in Köln, siehste. Peter, jetzt bin ich in Köln, siehste. Das ist krass. 35. Und daran merkt man, je nachdem, wie man sich anzieht, kann man auch einfach immer gut und gerne 20 Jahre älter aussehen, so gefühlt, ne? War es krass. Er sieht für mich aus, durch sein Outfit halt, sieht er für mich so ein bisschen aus wie so ein Bootmechaniker. Oder so ein Captain, ne? Aus Hamburg. Ich war aber gespannt. Ja, wieso? Weil ich Marilyn... Ihr Blick ist aber auch judgy gewesen. Ne? Sie hat auch so diesen... weiß ich nicht. ...kennengelernt habe. Oh, Marilyn, das ist aber auch ein schöner Name. Das stimmt wohl. Ja, das ist auf jeden Fall ein ausgezeichneter Name, so geil. Ja, und hier stand Peter. Und deshalb war ich irgendwie jetzt total so... Wie sieht dann Peter aus? Er sieht aber auch aus wie ein Peter. Also 1:1, ne? Auch komplett anders vorgestellt. Ja, ein vernünftiger Peter, das ist auf jeden Fall. Es gibt keine normalen vernünftigen Peters, die sind alle Verrückte. Ich hab noch keinen Peter getroffen, der nicht irgendeinen kleinen Knacks im Kopf hat. Die sind alle ein bisschen ballerballer. Ich habe auch nicht umsonst meinen Spitznamen Crazy Pete gekriegt. Und ja, ich mache halt immer irgendwelche Sachen, die mir halt gerade so einfallen. Und ja, meistens kommt entweder was ganz Verrücktes dabei raus oder es geht in die Hose. Crazy Pete, Leute. Was ist das? Das ist
meine beste Klamotte, die ich im Schrank habe. Das sollen Arbeitsklamotten von 1800 Dickmilch sein, wo die Leute noch ihre schicken Hüte getragen haben und so. Und wenn ich zum Beispiel zum Erntedankfest gehe, ziehe ich das auch an. Und halt nur für besondere Anlässe, siehste. Hallo. Hallo, Peter. Mary, hi. Moin. Voll, muss ich mal hinsetzen. Ja. Ich habe mir schon mal was zu trinken bestellt. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall immer eine weise Alternative, das stimmt wohl. Warst du schon mal in Köln? Nee, tatsächlich noch nie. Nee. Das ist, ich komme sowieso mal ziemlich wenig raus aus Hamburg. Also doch, ich komme schon raus, aber man macht halt immer nicht so viel, doch dann nicht wirklich so viel. Ein sehr spezieller Typ. Das trifft's ganz gut, ja. Er läuft auch so. Ach, moin, Peter. Na, wie is it? Und ich war gespannt. Was mich erwartet auf jeden Fall, weil so jemanden habe ich noch nicht kennengelernt. Was machst du beruflich? Ich bin Verfahrensmechaniker Gieß- und Schmelztechnik. Wir machen aus Schrott flüssigen Stahl und aus flüssigem Stahl wieder festen Stahl. Mhm. Okay. Und ja, das mache ich jetzt schon seit ewig. Schon viel zu lange, glaube ich. Wie alt bist du? 35. Okay, ich bin 31. Oh, das ist doch schön. Ja. Siehst du wohl. Da haben wir das doch mit dem Altersabstand schon ganz gut hingekriegt. Ja, denn. Prost, denn. Prost. Hängt immer so komische Wörter an den Satz ran. Prostjen. 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 Prost. Ah, den. Den. Na den. Na den. Na dene. Klingt aber so, als wenn du sehr viel arbeitest. Ja, tatsächlich mache ich. Ich habe ja auch ein Haus. Da muss ich immer viel instand halten und so weiter. Dann bin ich Schichtarbeiter. Also, das ist ja schon mal der größte Vorteil, Nachteil überhaupt an mir, so dass ich halt immer mehr oder weniger unterwegs bin. Also wenn du... Das war krass, dieses den Satz unterbrechen, um einen Schluck Bier zu trinken. Hat mich gerade kurz... so, stell dir vor, ich rede mit euch und würde euch gern etwas erzählen, aber hab's einfach unterbrochen mit so einem Schluck trinken. Wenn du einen Hausfreund haben möchtest, dann bist du bei mir auf der richtigen Ecke. Dann, okay. Dann kannst du dir, wenn ich auf Nachtschicht bin, kannst du dir 5 Hausfreunde halten. Er hat aber eine krasse Lache. Also er hat schon versucht, die ganze Zeit irgendwie lustig zu sein, was ja auch okay ist, aber manchmal ist weniger mehr. Ja, was machst du denn so in deiner Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich mit meinem Hund spazieren, ärgere meine Katze, dann versuche ich ein bisschen Spaß zu haben und ansonsten... Was macht dir denn Spaß? Wenn ich mal wirklich losgehe, dann gehe ich vielleicht auf Konzert oder irgendwo größere Ausgehparty. Die drei wäre bereit für euch. Ja? Ja. Dann machen sehr wir schön. Das. Ja, ich war begeistert tatsächlich. So muss eine Frau aussehen, denn das ist ja ein bisschen was Kuscheliges und so muss das sein, ja. So muss eine Frau aussehen, das ist ja was Kuscheliges ein bisschen, ne? Okay, krass. Ja, nee, ich bin auf jeden Fall, bin ich immer ziemlich viel unterwegs da mit meinem Hundegeviecherkram, weil der ist auch schon ganz alt, der braucht immer ganz schön ewig für die Runde. Ein Wolfspitz, das ist so ein ganz fusseliges Teil. Ich hab ein Elo, falls ihr das was sagt. Ja, mit dem Namen hat mich das nicht so, aber ich weiß das auch jetzt nur, weil... ja, halt mein Hund ist, ne? Die ganzen anderen Hunderassen sind. Ja, da ist ein Bocke, Eurasia und Chow Chow. Wurde gezüchtet, also schon ist kein Vieh, nein, definitiv nicht. Entschuldigung, man ja bei dir sehr auf die Wortwahl achten, wa? Uiuiui. Nein, alles gut. Ich verstehe ja Spaß. Haben wir Glück gehabt. Also so rein vom... Hat eine Hamburger Schnauze, ne? Der sagt halt, was er denkt, ne? Ohne groß überlegen, ne? War mega spezial, würde ich ja schon mal sagen. Das ist ja genau meine Kragenweite so. Aber ich glaube, sie ist sehr empfindlich, was so meine offene, herzliche, menschliche Verrücktheit angeht. In Köln hast du noch nie gesehen, ne? Tatsächlich sind die Leute hier verdammt nett, das ist unglaublich. Ja, die Kölner sind das ist Frohnatur, ne? Ich bin auch gerne hier. Wieso, aus welcher Ecke kommst du jetzt? Ja, du hast mich ja noch gar nicht gefragt. Siehste, aber jetzt habe ich angeknüpft. Ja. ich wohne in der Nähe von Wolfsburg, zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Mhm. Ja, das genau. Ist ja... Das ist ein Dorf. Ist nicht weit von Hamburg. Also mir war auf jeden Fall wichtig, ob er sich für mich interessiert. Irgendwie sind es zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Aber irgendwie low-key, in einer anderen Welt könnten die zusammenpassen. Und ob er mir in die Augen guckt, ob er mich zum Lachen bringt. Augenkontakt war auch eher weniger da. Ja, sonst hätte ich noch mehr unter der Nase geschätzt. Aber echt lecker. Ja, Das freut mich.
meins im Übrigen auch. Ja, mit Nudeln kann man nichts falsch machen, das stimmt wohl. Naja. Er hat mich die ganze Zeit nicht gefragt, was ich möchte und was ich mag. Da musste ich immer so ein bisschen mich selber reinschubsen. Ja, solche Dates machen keinen Spaß. Also wenn du merkst, das Date ist einseitig und der Typ redet nur über sich oder die Frau, ne? Also kann ja so und so sein. Dann ist das schon mal eine absolute Red Flag, weil das wird in der Beziehung nicht anders sein, Leute. Es wird in der Beziehung nicht anders sein, als dass der Person ihr eigenes Leben so ein bisschen wichtiger ist als deins. Und es ist in einem gewissen Maße auch okay und in einem gewissen Maß auch gesund, dass man zuerst auf sich schaut, dann auf die andere Person. Aber in einer Beziehung ist es schon sehr schön, wenn man sich da komplett auf die andere Seite lehnen kann und sich komplett auf die andere Seite verlassen kann. Wisst ihr, das ist so, guck mal, diese Bewegung, diese Handbewegung erklärt es ganz gut, oder? Okay. Ich bin halt viel auch mit meinem Hund beschäftigt. Einmal in der Woche mache ich Zumba. Das wird bei uns angeboten. Ich tanze auch total gerne. Also ich kann selber keinen Standardtanz oder so. Nö, das braucht man auch nicht. Tanzen ist Träumen für die Füße. Ich sag dir das. Tanzen ist Träumen für die Füße ist ein sehr schöner Spruch. Ja, das ist richtig genial. Tanzen ist echt wichtig. Ich glaube, Marilyn ist mehr so die Disco-Queen, würde ich sagen. So da mit dem Getränk so schön an der Bar stehen und den Typen Körbe geben und so weiter. Ich denke, das wird da macht sie sich ein Ei drauf, aber so jetzt irgendwie vor der Bühne den Kopf wackeln zu lassen und einfach nur Spaß zu haben, ich glaube, das ist nicht so ihr Sinn. Ach. Und wollen wir noch einen Fleck fotografieren oder was denn? Also. Jetzt gleich im Anschluss? Ja, können wir machen. Ja, sozusagen als Verdauungsspaziergang. Als Verdauungsspaziergang zur Fotobox, ja. Gucken wir uns das an und dann gehen wir rein. Ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er was von ihr will, oder? Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sie jetzt klären will in der Fotobox. Dann könnte was für eine Beziehung werden, weil sie mir eigentlich ganz gut gefällt. Aber da müsste sie tatsächlich lockerer werden, würde ich sagen. So, das ist, sie ist doch eine recht steife Person, glaube ich. Ja, willst du die Schwester sein? Schwester S, Alter, siehst du wohl. Wir hatten da schon Spaß und er hat richtig viel gelacht. Da war ich sehr überrascht von. Oh ja, das ist mein Bart, denn jetzt sehe ich aus wie der Licher. Wie wer? Der Licher, Alter. Genau, hau mich ruhig um. Das macht ja gar nichts. Oh nein, hau dir hier auf den Arsch damit. Piep. Da lachen sie immer. Versuchte aber ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen. War schon sehr mutig. Ja, im Prinzip würde ich sagen, ich habe den Sinn und Zweck der Fotobox voll ausgenutzt. Oh, bitte versuch sie nicht zu küssen. Bitte nicht, bitte nicht. So, dann teilen wir das Ganze mal auf. Stopp, stopp. Jeder kriegt einen Umschlag. Da kommt die Bürotante wieder durch. Bürotante schon mal gar nicht. Seine flapsigen Antworten wie Bürotante zum Beispiel sind ihm, glaube ich, gar nicht so bewusst. Aber ich bin aber auch so. Also ich bin auch wirklich, das merkt man vielleicht auch an meinen Reactions. Ich mag diese lockeren Sprüche. Ich mag nicht dieses Ernst, 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 alles Ernst. Büro, Kauffrau, Fachangestellte. Ich würde dann auch eher sagen Büro. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde auch so, ne? Leben nicht zu ernst nehmen. Ein bisschen diese lockere, aus der Hüfte schwingen. Ein bisschen diese Hula-Hoop. Machen ja immer mehr jetzt. Auch vom Fernsehen so. Ein bisschen diese Hula-Hoop. Meine Schwester macht das jetzt viel. Meine Mama auch. Ne? Ist wieder im Trend. Die Menschen kommen die nicht so gut an. Ich kenne so viele Wörter für verschiedene Sachen, denn. Und irgendwann wollen die halt mal raus sind. Und das war ja nicht mal böse gemeint. Ich wollte doch nichts Böses. Jetzt bin ich sogar ein bisschen traurig geworden gerade. Tschüss, vielen Dank. War danke lecker. Euch. Ja, dann schütteln wir uns, ne? Tschüss. Nein. Schön, Dank. Dass du hier warst. Danke. Tschüss. Ciao. Danke. Danke. Tschüssi. Ciao. Ja, er ist maximaler Weirdo. Go, kurz Hand aufs Herz. Maximaler Weirdo. Aber nicht, ne? Falsch aufnehmen, auch nicht böse gemeint. Ein Weirdo wäre mir persönlich bei einem Date lieber als ein Langweilo. Also wisst ihr, wie ich meine? Deshalb lieber man erlebt was und das ist so, ne? So
Klar wird sie ihn jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass sie mit ihm auf ein zweites Date gehen wird, aber wir werden es sehen. Ah, hier muss man aufpassen, was man sagt. Die maximal unverfänglich formulierte Frage lautet nun, wird es ein zweites Date geben? Du bist ein toller Mensch und auch sehr speziell, aber ich denke, du bist halt einfach zu sehr mit dir selber beschäftigt und auch viel am Arbeiten. Und das ist so was, was ich mir nicht wünsche. Siehst du. Gut, bei mir wird auch kein zweites Date geben. Erstens willst du ja nicht und zweitens... Und dann, ja, ich habe aber auch gemerkt, dass du nicht so wirklich jetzt so den Narren an mir gefressen hast. Das hat man schon gemerkt. Ja, leider. Also ich konnte mich da tatsächlich schon innerlich darauf einstellen, dass ich jetzt nicht in großer Liebe mit dir verschwinden werde. Ja, ja, cute. Also, ne, einfach offen und ehrliche Kommunikation jetzt am Ende so. Aber am Ende des Tages so, es hat halt nicht gepasst. Es war halt nichts, ne? Besonderer Charakter. Und sie war eine furchtbar nette. Also, was soll ich sagen? Sie war ja eine richtig Liebe. So, ja, Satz mit X. War wohl nix. Vielleicht aber morgen wieder, denn morgen 14 Uhr kommt hier auf dem Kanal eine neue Folge First Dates Reaction für euch online. Abonniert unbedingt den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und was jetzt in der Endcard kommt, das, was ihr jetzt hier schon im Hintergrund so leise hört, das ist mein neuer Song, Kasper Straße 4. Hört ihn euch an. Viel Spaß. Du schläfst oder ist es schon zu spät? Ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg. Ja. Kenn uns erst eine Woche, perfect match aus meiner Gegend. Kasper Straße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.